Hey Leute, ich bin's Fritz, bin mit Fabio unterwegs und André wieder hinter der Kamera. Wir haben geile Ausrüstung dabei, wir werden draußen pennen und geil was köcheln und vor allem diese ganze Region hier mit euch gemeinsam erkunden. Was es dort alles zu entdecken gibt, verrate ich noch nicht. Bleibt dabei, viel Spaß. Achso, und eine wichtige Sache, Fabio kann, glaube ich, noch nicht so richtig Kajak fahren und meinte, er fällt safe rein. Let's go. Ihr wisst es ja, wir kommen quasi eigentlich frisch von der Wüstendurchquerung und hängen noch ein zweites Abenteuer hinten ran. Und ich merke allerdings, dass meine Lippen noch voll ausgetrocknet sind. Ich bin voll dehydriert noch von den letzten Tagen. Deswegen erstmal den neuen Wasserfilter austesten, Freunde. Und jetzt muss man das hier so... Oh, das war zu viel. Aber ich muss oben aufschrauben, damit der Druck raus kann. Bup. Fabio ist auch schon dabei da drüben. Oh, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Im Stehen ist das natürlich ganz easy, aber wir machen gleich den Extremtest. So. Okay. Saugeil. Total lecker. Ah, oh, herrlich. Es ist so geil ruhig hier. Wo wir gerade beim Thema sind. Das Video wird übrigens gesponsert wieder mal vom BW Online Shop. Ja, da ist auch sehr, sehr viel Ausrüstung wieder mit dabei. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, haben geile Marken, super schnellen Versand. Und wir haben eine eigene kleine Website eingerichtet, wo ihr wieder das komplette Loadout seht. Und das werden wir uns nachher auf jeden Fall auch mal in Ruhe angucken. Denn ja, Ausrüstung ist halt für jedes Abenteuer ein wichtiger Bestandteil. Dort drüben sieht man schon so eine krasse Steilwand. Da wird es wahrscheinlich in den Canyon gehen. Aber wir sind im Explorer-Mode. Und ich habe da hinten irgendein Teil auf dem See entdeckt. Ich weiß nicht, ob es ein Stein ist, ein Tier, ein Stamm. Da gehe ich jetzt mal hin. Letztes Jahr, 2021, gab es ja keine Kajaktour. Und jetzt hier wieder auf spontan einen kleinen Ritt. Ihr habt es ja mitbekommen, das ist ja eigentlich Plan C, was wir gerade machen. Nach der Wüste... Erstmal ein bisschen Element Wasser. Und eins kann ich euch versprechen, landschaftlich ist das hier erst der Anfang, es wird noch richtig geil. Was ist das? Hä, ist das ein Tier? Ey, warte mal, das ist doch ein Tier. Hä, klar. Holy shit. Das ist ein Wildschwein. Es ist tatsächlich ein Wildschwein. Ey, krass, es wurde geschossen. Man sieht hier den Einschuss. Hier, wie nennt man das? Hinterm Blatt oder sowas? Ja, das riecht auch schon, ne? Das wurde geschossen. Wurde geschossen? Ja. Schwer abzuschätzen, wie lange das schon da drin liegt, ne? Die Nase hat sich da schon abgelöst. Ha. Ah, hier unten sind auch schon Algen. An den Beinen. Ist dir eigentlich klar, was wir vor ca. 5 Minuten gemacht haben? Ach scheiße, Wasser. Also ist glaube ich jetzt nicht so ja. Schlimm, weil das da hinten war. Ja. Ja, das ist halt immer die Sache, ne? Mit dem Filter. Aber 99,9% Bakterien, Viren raus. Das ist ja überall, kann das ja sein, ne, in Gewässern. Ja, aber das zeigt ja genau wieder diesen Punkt, weißt du, wo man sagt so, ja, warum Wasserfilter nutzen, dies, das. Ja, ja. Was soll da sein, guck mal an, was für eine geile Landschaft. Und plötzlich, 50 Meter weiter, liegt das tote Wildschwein drin, was vergärt und keine Ahnung was. Und hier seit, wie das aussieht, wahrscheinlich schon eine Woche drin liegt oder sowas. Boah, länger, glaube ich, mit den Algen und so. Ja, crazy. Live-Experiment, gucken wir mal, was der Filter taugt und ob wir uns hier eine kleine Wildschweinvergiftung einfangen. Boah, krass. Thank you.
Eben war hier alles noch friedlich. Mittlerweile haben wir richtig Wellen hier durch den Wind. Und kommen immer tiefer in diesen Canyon rein. Weil ich nicht so der Kajak-Experte bin, weiß ich auch noch nicht so richtig, wie man anlegt. Das filmst du jetzt, gell? Du rammst mir. Das war nicht mit Absicht. Ich hab dich nur treiben lassen. Achso. Ich wollte kommen, um dir zu helfen. Achso, so, das dachte ich auch erst, aber du hast mir jetzt auch quasi geholfen. Soll ich dir mal einen Trick sagen, was man machen kann? Ja. Also es geht darum, dass du dein Paddel jetzt verlängern musst, entweder vorne oder sogar hinten. So, dann kannst du es halt hier so und dann kannst du dich zum Beispiel aufs Paddel und das Paddel ist halt mit dem Festland verbunden. Okay. Dass du nicht so wackelst, weißt du? Ja, ja. Aber ich stehe einfach meistens auf und gehe raus. Du bist ja auch Profi. Und dann quasi hinten erstmal draufsetzen. So, dass du schon mal ein bisschen rührst und dann ein linkes Bein raus und dann machst du einen Single Squat. Ja. Alter, es ging ja voll gut. Geht, ne? Danke für den Tipp. So, fest, verankert. Oh, wie geil ist das bitte? So, ja, ihr seht schon, die Farben der Ausrüstung, der Kajakausrüstung, sind jetzt nicht ganz so optimal. Aber wir sind natürlich mit Flugzeug hier, von daher haben wir keine eigenen Kajaks dabei und mussten uns die ausleihen. Ich weiß nicht, ob ihr es in den anderen Aufnahmen gerade schon gesehen habt, wo wir unten am Wasser waren, aber hier in dieser kleinen Verengung ist oben eine Hängebrücke. Und also wahrscheinlich ist hier ein Wanderweg, der einmal durch die Berge durchführt. Wir gucken mal hoch und gehen ein bisschen die Hängebrücke und die Umgebung hier erkunden. Just chilling. André ist gerade ein bisschen entspannt Drohne geflogen. Wir dürfen maximal zwei Leute drauf, André. Guck dir mal die Schrauben an. Die sind alle hier nicht mehr so intakt, wie sie sollten. Gezogen. Die sind André approved. Das Gute ist, wir haben bei der Wüstentour nicht allzu viel gegessen. Ja. Von daher geht es safe. Wir sind nur zweieinhalb. Ja. Wir hatten gerade das Thema, würdest du hier runterjumpen, nur von der Höhe? Wenn du weißt, ist tief genug? Jo, das sind locker 15 Meter. Ich scheiß. 20 vielleicht? Ich scheiß mir ein, Alter. Ich würde es nicht machen. So, bin ich ganz ehrlich, Freunde, habe ich Angst. Ich würde es machen. Ja, André, wieder cool. Ich würde es machen für einen Fünfer. Ganz wird natürlich hier auch wieder als Team durchgestanden hier. Gefiltertes Wasser für André. Wird geteilt. Ja. Ich finde super, wie deine Stimme. Wahnsinn, dramatisch, gell? Ja, ist ja auch hier spannend. Abenteuer, Survival, Outdoor. Dann bringe ich den Wal mal wieder zurück ins Meer, gell? Jetzt versuche ich das nochmal in der Meinecke-Art zu machen. Dein Fuß ist im Wasser. Oh ja, mein Fuß ist im Wasser. Oder einfach ganz unspektakulär einfach hinsetzen. Ja, richtiger Profi. Alter, das war jetzt wirklich... Ja, also du packst dich jetzt hier von mir. Ja, dachte ich auch. Aber vielleicht kann ich schon mehr mit dem Kajak, als ich dachte.
sind gerade hier mitten in so einem Canyon. Und hier zieht der Wind von den Extremen rein. Da vorne ist noch ein bisschen Wald gewesen. Und hier sind sie richtig krassen Steilklippen. Dort oben kreist wie der Adler. Dort oben ist einfach so eine richtig fette Höhle. Steht sogar noch ein Baum vorne drin. Wir sind hier gerade einfach in so einem Ultra-Canyon. Das sieht so geil aus. Guckt euch diese Steilwände an. Scheiße. Fühlt man sich ganz klein. Hier gerade durch so ein Dead Forest. Das sieht so aus, als wären das wirklich richtige Bäume. Also die vielleicht noch so 3, 4, 5 Meter ins Wasser ragen. Wirkt total apokalyptisch, mystisch. Total surreal irgendwie. Ja, hier ist auf jeden Fall eine gute Übung, dass man mal lenken lernt durch diesen alten Wald hier, ehemaligen Wald. Ist auch eine ganz komische Stimmung hier, ist so ganz still, man gleitet nur so hier dahin. Ich frage mich, wie diese Bäume hinkommen. Die Bäume können ja hier nur irgendwann mal gewachsen sein, vor, keine Ahnung, wie viele Jahren, hunderten Jahren, ich weiß es nicht, wo kein Wasser drin war. Ich muss das navigieren. So kalt von der Unterwasseraufnahme. Was machst denn du da? Ja. Ich muss ihn erstmal rausholen. Oh, fuck. Ich habe alles unter Kontrolle. So, ihr Zuschauer fragt euch wahrscheinlich. Okay, jetzt mit der Flasche könnt ihr es euch vorstellen, was da eben passiert ist. Alter! Aber ich kann euch dafür sehr gut die Feldflasche vom Baby Online Shop empfehlen. Ja, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, die wird gleich mit Wasser wieder ausgespült, dann ist gut, was soll der Spaß? Also, wirklich. Manche haben sich aber auch zimperlich. Freshwater. Scheiße, war zu wenig. Ich muss neues filtern. Ja, dann wird das ausgespült. Dann kann man da, ist wie neu, riecht ein bisschen nach Spargel. Ach, eigentlich macht man das an Land, da geht das so easy, aber hier geht's auch. Aber man muss halt wirklich ein Mann sein. Spaß, ich laber schon wieder Scheiße. Das Bild sieht einfach episch aus. Ach, ist auch gut für die Bauchmuskeln, Alter, ohne Scheiß. Wir sind gefiltertes, nicht kontaminiertes Wasser rein. André, wo willst du hin? Wir filmen doch hier gerade. Das einmal ausgespült. Danach erfolgt die Geruchsprobe. Riecht neutral. Und als nächstes natürlich, wie sollte es anders sein, der Geschmackstest. Erfrischend.